Erst einmal ein herzliches Hallo. Heute wieder ein spannendes Thema, das vor allem die Medizin wegweisend veränderte. Und zwar geht es heute um den Flexner Report. Nachdem vor rund 200 Jahren die Naturwissenschaften Stück für Stück abgeschafft wurden, hat man vor über 100 Jahren die Biologie aus der Medizin entfernt. Gehen wir aber hierzu 100 Jahre zurück ins Jahr 1910, um das Ganze besser zu verstehen. John D. Rockefeller war damals der reichste Mann der Welt und mit einem enormen Einfluss auf den US-Kongress. Da er bereits ein Vermögen im Ölgeschäft mit seiner Ölfirma Standard Oil of New Jersey verdiente, strebte er in seinem engagierten Unternehmertum eine Expansion seines Imperiums an und wollte zum Ölimperium noch die umsatzstarken Branchen wie Chemie- und Pharmaziemärkte erobern und beherrschen. Er erwarb eine maßgebliche Beteiligung an dem deutschen Arznei- und Chemieunternehmen und damals größten Chemieunternehmen der Interessengemeinschaft Farben, kurz und besser bekannt vielleicht als IG Farben. Hinter der IG Farben standen 8 Firmen wie die heutige Bayer AG, Höchst, BASF und weitere. Damit das aber profitabel gelingt, musste er sichergehen, dass eben die konventionelle Medizin in eine besondere Stellung gehoben wird. Und dabei war der erste wichtigste Schritt die Umerziehung der Mediziner, damit sie mehr pharmazeutische Arzneimittel eben verschrieben, was eben eher schleppend damals war, da die alternative Medizin eine sehr starke Konkurrenz war, auch hoch angesehen. Deshalb verbündete er sich kurzerhand mit dem Imperium Carnegie, damals im Stahlbereich, sehr erfolgreich und zugleich zweitreichster Mann in den USA, und holte sich aus dessen Reihen einen Herrn Abraham Flexner. Das Ziel war, einen sogenannten Türsteher einzurichten, der eben darüber bestimmte, welche medizinische Fakultät darf die konventionelle Medizin anbieten und verkaufen und wer nicht. Wer darf sozusagen das Reich der Medizin betreten und wer muss draußen bleiben? Also reiste Herr Flexner dann durch die USA und Kanada und bewertete auf seine Weise, obwohl er gar keine medizinische Ausbildung hatte, die einzelnen Fakultäten. Das Ziel stand natürlich vorher fest, wie soll es auch sein, aber den Naturtherapien und der Homöopathie eben den Zutritt zu verwehren, weil diese in dem US-Kongress vorgelegten Bericht mit dem Namen Medical Education in the United States and Canada, also die Medizinausbildung in den USA und Kanada, eben die nicht über die notwendige Qualifikation verfügten. Entweder verlieren die Fakultäten, die die Kurse jetzt in Naturmedizin anboten, ihre Lizenz, oder sie verzichten in Zukunft darauf, eben diese anzubieten. Rockefeller legte dem US-Kongress also den Bericht vor und der Kongress war ja total begeistert, unter dem Banner zum Schutz der Öffentlichkeit ein Gesetz zu erlassen. Der nächste Schritt war dann die Installation des vorhin genannten Türstehers und das wurde die 1847 gegründete American Medical Association, kurz AMA genannt. Eine wohlgemerkt private Organisation, die bis heute von Rockefeller zum Teil finanziert wird. Und dann gab es noch eine Art Ärztevereinigung. Sie allein hatte die Befugnis, welche Fakultäten in Zukunft das Recht eben eingeräumt bekamen, konventionelle Medizin zu unterrichten und welche nicht. Und wie soll es anders sein, so sank in den USA zwischen 1910 und 1944 die Zahl der Fakultäten um die Hälfte, die eben Naturmedizin lehrte. Widersetzte sich jemand, dann wurde er kurzerhand verhaftet und so waren dann auch kurzerhand diejenigen, die eben keine Medikamente verschrieben, und das hört man komischerweise ja noch heute, die Wunderheiler, Quacksalber und die Scharlatane, die eben ohne jeden Beweis irgendetwas eben machen. Und so muss eben eine Medizin von der FDA, der Food and Drug Administration, freigegeben werden, sowie auch die FDA, der Herausgeber der Krebsstatistiken ist, und die AMA entscheidet, wer was machen darf. Dann gibt es noch die NCI, das National Cancer Institute, und das National Institute of Health, die NIH, die, so sagt man, gewisse Zwecke bilden.
Deshalb sind auch heute noch, wenn wir das Beispiel Krebs heranziehen, nur noch die großen drei Behandlungsmethoden in Europa, USA, Australien und anderen Ländern erlaubt. Komplementär können schon alternative Therapien angeboten werden, aber einfach auch mal nachschauen, was die Krankenkassen bezahlen und was nicht, dann hat man auch hier auch eine Antwort. Das sind nämlich die Chemotherapien, Bestrahlungstherapien und Operationen. Das sind die großen drei. Man munkelt ja auch, dass bei Auffälligkeiten, dass ein konventioneller Mediziner, der zu viel alternative Therapien anbietet, die Approbation eventuell verlieren könnte. Ja, und so erreichte man eben das Ziel, die Biologie, wie anfangs erwähnt, aus der Medizin herauszulösen, und die Petrochemie hat damit Einzug gefunden. Und ja, wie es heute eben in dieser ganzen Wirtschaft aussieht, über das kann sich ja selber jeder mal Gedanken machen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar Informationen, die waren interessant und spannend. Vor allem bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.